Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürger! Wenn die Ampelregierung heute eine nationale Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen vorlegt, müssen wir alle ganz genau hinschauen. Und zwar allein schon aus der Erfahrung heraus, dass sich bislang jede vermeintliche Strategie dieser Regierung als Desaster für Deutschland entpuppt hat. Ihr Strategiepapier ist geradezu ein Musterbeispiel dafür, warum es mit unserem Land wirtschaftlich und gesellschaftlich bergab geht. Das Wort sozial taucht in Ihrem Papier über 200 Mal auf, aber das Wort Marktwirtschaft kommt nur zweimal vor. Und man liest immer wieder von dem Lieblingswort der Grünen, nämlich Transformation. Transformation, Transformation, das ganze Land soll transformiert werden, und zwar in Wirklichkeit weg von der Marktwirtschaft hin zu einer staatlichen Planwirtschaft. Man könnte auch sagen, zum Ökosozialismus. Und ich zitiere mal nur einige wenige Punkte, auch für die Zuschauer, denn die können das sonst vielleicht nicht glauben. Sie wollen sozial-ökologische Wertschöpfung generieren. Sie wollen Nachwuchsgruppen in der sozial-ökologischen Forschung fördern, die sich, und jetzt genau zuhören, um solidarische Landwirtschaft als sozial-innovative Organisationsform kümmern sollen. Für mich klingt das sehr stark nach LPG im Stil der DDR, meine Damen und Herren. Das wollen Sie. Wir lehnen das komplett ab. Und Sie werden scheitern mit dieser Strategie. Und natürlich machen Sie auch Front gegen das Auto. Sie wollen nämlich, und das steht auch in dem Pamphlet drin, Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Mobilitätswendemaßnahmen. Und ich übersetze das mal, was das bedeutet. Im Klartext wollen Sie als Regierung den Bürgern das Auto wegnehmen. Und natürlich auch das finanziert mit dem Steuergeld der Bevormundeten, also von Ihnen, liebe Bürger. Die Forderung nach der einzig echten sozialen Innovation, die wir schon seit Jahren als AfD gestellt haben, nämlich nach mehr direkter Demokratie, nach Schweizer Vorbild, das lassen Sie geflissentlich weg in Ihrem Papier. Stattdessen ist es Ihnen besonders wichtig, Ihre sogenannten sozialen, vielleicht sollte man hier eher von sozialistischen Innovationen sprechen, gleichzustellen mit echten Innovationen, also mit Erfindungen aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Und das ist wirklich dreist. Da fragt man sich doch, was soll das alles? Warum lassen Sie die Menschen nicht einfach selbst entscheiden, wohin sich unsere Gesellschaft entwickeln soll? Warum vertrauen Sie nicht den bewährten Prinzipien unserer sozialen Marktwirtschaft? Mit dem Erfolg der Unternehmen kamen über viele Jahre hinweg positive gesellschaftliche Veränderungen, allein schon dadurch, dass der Wohlstand immer breitere Bevölkerungsschichten erfasste. Damit ergaben sich für die Menschen in unserem Land im Laufe der Jahre ganz neue Möglichkeiten des Wohnens, des Arbeitens, des Reisens, der Freizeit, letztlich der gesamten Palette der gesellschaftlichen Teilhabe. Und zwar ohne, dass eine ideologisch verblendete Regierung sie in irgendeine Richtung gezwungen hat, von ganz alleine. Und sowas nennt man übrigens Freiheit, meine Damen und Herren. Freiheit, ein Begriff, der weiten Teilen dieser Regierung absolut fremd ist. Das hat man insbesondere gesehen bei den unsäglichen Corona-Zwangsmaßnahmen, die Sie verhängt haben. Sie haben total den Kompass verloren. Die Erfolgsgeschichte unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg wurde maßgeblich vorangetrieben von Politikern, die aus den vorangegangenen dunklen Zeiten die richtigen Schlüsse gezogen hatten. Freiheit statt Unterdrückung, Vernunft statt Ideologie. Das waren für Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und auch Franz Josef Strauß und viele andere die Leitlinien, an denen sie sich orientiert haben. Und genau damit wurde Deutschland erfolgreich. Das Wirtschaftswunder war eine Folge kluger Politik. Die Regierung setzte die richtigen Rahmenbedingungen, nämlich Freiheit und Vernunft. Und diese trafen dann auf deutsche Tugenden wie Fleiß, Genauigkeit, Erfindertum und Qualitätsbewusstsein. Und als Basis das christliche Menschenbild,
das den Menschen als ein von Gott geschaffenes und geliebtes Individuum betrachtet, das seine Entscheidungen in Freiheit und mit Verantwortung selbst trifft. Sozialer Fortschritt war die logische Folge davon, ohne dass man für vermeintliche soziale Innovationen Steuergeld ausgeben musste. Und weil Sie Ihrem ganzen Unsinn offenbar selbst nicht zurecht trauen, wollen Sie dann auch noch den weltweit am meisten anerkannten Faktor für die Messung von Wirtschaftskraft aushebeln, nämlich das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. An seine Stelle sollen irgendwelche neuen Indikatoren treten, wachsweich und beliebig, eben gerade so, dass Sie den Bürgern dann später einreden können, ihr Wohlstand sei doch immens gewachsen, obwohl sie im Geldbeutel täglich das genaue Gegenteil sehen. Von so einem Unsinn können sich freiheitlich orientierte Bürger nur mit Grauen abwenden, meine Damen und Herren. Die Menschen in unserem Land wollen nicht diesen linksgrünen, paternalistischen, dirigistischen, planwirtschaftlichen Staat, bevormundenden Staat, der in die Familien und die Unternehmen überall hineinregiert. Sie wollen ihr Leben selbst bestimmen, in Freiheit und Wohlstand. Und ich bin froh, dass nächste Woche in Bayern und Hessen die Wähler schon in Kürze die Gelegenheit haben, ein starkes Signal hierfür zu setzen und ihre planwirtschaftliche Politik abzuwählen. Meine Damen und Herren, wir als AfD, wir stehen felsenfest zur sozialen Marktwirtschaft. Und ich habe den Eindruck, auch nach den Reden, die ich bisher gehört habe von allen Fraktionen, dass wir die letzten Verfechter hier im Bundestag der sozialen Marktwirtschaft sind. Haben Sie herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die Bundesregierung ist die Bundesministerin für Bildung und